Willkommen in meiner Werkstatt und zurück auf meinem Kanal zu einem, ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich war vor kurzem, vor 2, 3, 4 Tagen war ich im Wald und da habe ich was gefunden und zwar das hier. Das ist ein Stückchen Holz. In Nordamerika würde ich sagen von Termiten benagt. Ich glaube, bei uns gibt es nicht so viele hier. Jedenfalls ist das sehr schön vergammelt. Und aus dem Stück möchte ich gerne was Tolles machen. So richtig eine gute Idee habe ich bisher noch nicht gehabt, aber mir ist vorhin eine gekommen. Ob es im Endeffekt das, was ihr als Thumbnail schon gesehen habt, ob es das so geworden ist, keine Ahnung. Mal sehen. Ich nehme euch einfach mal mit auf die Reise. Schauen wir mal, was draus wird. Los geht's. So, ich habe aber nicht nur dieses Stückchen gefunden. Licht. Ich habe auch noch unten in meiner Abfallkiste dieses Stück gefunden. Ich weiß nicht, von welchem Projekt das noch übrig war. Aber ich habe mir so überlegt, ist ja eigentlich alles schon dran, was ich brauche. Brauche ich gar nicht viel Ruß machen. Ich mache es mal die Klemmen ab. So, das ist das Teil, was da so in der Kiste rumlag. Ich muss es noch mal neu verleimen. Sieht man hier, alles noch nicht ganz ausgetrocknet. Aber das macht nichts. Dieses Loch hat mich im Prinzip zu ein paar Ideen verleitet, die ich jetzt aber, wo ich noch nicht sicher bin. Zum einen würde ich vielleicht gerne hier eine Plexiglasscheibe einkleben, dieses Teil drüber schweben lassen und die Plexiglasplatte von unten her mit farbigen LEDs so im Farbwechselmodus beleuchten. Dann soll für meinen kleinen Apfel soll es hier auch noch was geben. Und zwar möchte ich so eine, wisst schon, hier, Typs, hinbauen, dass das da drin steht, dass man es auch bedienen kann, halbwegs, ohne dass es ständig kippt. Und was noch wichtig ist, der Lautsprecher, der soll durch eine Box im Prinzip übertragen werden, beziehungsweise verstärkt werden. Und zwar so rum, aber auch so rum. Ihr wisst schon, wenn ich mal YouTube hören will, dann... Ne, irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das so dran mache oder hier in dieses. Ja. Ihr wisst es schon, ich weiß es noch nicht. Es wird sich entwickeln. Was fehlt? Na, was fehlt denn wohl? Wir brauchen hier einen ordentlichen Radius dran. Aber nicht so einen kleinen. Ich hätte ganz gerne etwas Größeres. Sekunde. Und zwar vielleicht, nee, das ist zu groß. Das ist ja. So wird ein Schuh. Genau. Das weg. Würde ich sagen, wir sägen erstmal mit der Bandsäge. Und dann wird es nochmal geschliffen. Tja. Ihr hättet zugucken können, wie ich das abgesägt habe. Ist ja jetzt schon ab, wenn ich die Kamera eingeschaltet hätte. Tja. Schade.
das geht. Lustige Geräusche. Okay. So, jetzt. Gut. Okay. Steht laut Wasserwaage von dem Teil hier absolut in der Waage. Dann brauche ich das jetzt nur noch hier unten anzeichnen. Ich würde sagen so. Plus minus. So, jetzt habe ich das hier noch rausgeschnitten und das soll jetzt hier hinten so drauf. Das Ganze muss noch ein bisschen flacher, ich denke mal so in der Höhe. Dann kommen hier vorne zwei Bohrungen rein, die innen drinne miteinander verbunden werden und dann oben in den Schacht, wo das Handy raufgesetzt wird, münden. Ja. Dann wird das hier vorne noch abgerundet, so irgendwie. Und dann bin ich echt gespannt. Ungefähr so, ja. So, soweit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt wirklich mache. Das Teil soll ja eigentlich zum Musikhören sein. Hier unten, diese paar Punkte, die sind Lautsprecherausgang. Das Teil ist ja Mono. Und jetzt habe ich mir im Prinzip so eine Art kleine Box geschnitten. Die sieht so aus. Das soll hier so drauf. Hier vorne, das soll noch irgendwie abgerundet werden. Weiß ich aber noch nicht.
Und dann würde ich da gerne irgendwie wie so eine Art entweder einen Schalltrichter vorne reinsägen. Weiß ich noch nicht, wie das gehen soll. Oder aber ich bohre hier mit dem Forstner-Löhrer zwei Löcher rein und binde die dann hinten im Prinzip in den Kanal ein, wo dann das Teil draufsteckt. Ich weiß noch nicht, was nun wirklich funktionieren wird. Lass mich überraschen. Ich denke, ich mache das jetzt mal mit den Forstner-Bohrern. Wenn nicht, muss ich es halt wegschmeißen, muss es nochmal neu machen. Pech gehabt. Genau so. Muss ich mal den nächsten Strich dran machen. Dass ich es, wenn ich in die andere Seite, in die andere Richtung mache, dass es dann auch den gleichen Winkel hat. Okay. Schwarz machen. Mhm. Jetzt muss von unten, also jetzt muss erstmal oben der Schlitz reingesägt werden, wo dann das Handy reingestellt wird, und dann müssen die Kammern verbunden werden. Wie ich das mache, das weiß ich noch nicht. Mal sehen. So, meine Lieben, jetzt habe ich es erstmal ein bisschen so abgerundet alles. Jetzt muss aber noch ganz viel von Hand geschliffen werden. Und das wird eine Weile dauern. Ich gebe euch Bescheid, wenn es soweit ist, okay? So, ich habe noch ein bisschen vorgearbeitet, weil irgendwann möchte man ja auch mal Musik hören beim Arbeiten und ihr wisst ja, wie das ist. Da kann ich euch nicht mitnehmen. Also, ich habe jetzt hier den mit dem Forstner-Bohrer, das habt ihr vorhin gesehen. Jetzt habe ich hier noch ein großes Loch reingebohrt. Das ist im Prinzip der Schallraum, könnte man so sagen. Und hier noch zwei kleine, dass die Verbindung zu diesen Auslässen gewährleistet sind. Jetzt muss ich natürlich noch hier ganz viel schleifen, wie das bei mir immer so ist. Und dann habe ich mir so überlegt, mache ich das innen schwarz. Dann muss erstmal also den ganzen Innenraum schwarz, dass man das nicht sieht. Dann nehme ich das Handy. Und das kommt dann hier oben so rein. Weiter geht's. Und zwar mit dem Bleistift. Da soll es nämlich hingehen, halt dort. So. Einmal da. Einmal da. Und irgendwie da hinten da auch. Dort. Ach. So. Mal Daumen, wie immer. Natürlich muss das jetzt so reingemacht werden. Das werde ich nur ganz leicht ausfräsen, so dass es gerade drauf. Okay, ihr Lieben, jetzt habe ich das jetzt erstmal. Hier oben habe ich mich verfräst. Also ich bin abgerutscht mit dem Fräser. Und da habe ich jetzt einfach ein Stückchen Multiplex eingeleimt. Und das wird dann einfach ein bisschen angefeuert durch einen Bootslack. Aber jetzt möchte ich erstmal den ganzen Kram abkleben hier. Und das Ding von innen schwarz spritzen. So, das dazu. Na, dann wollen wir mal ein bisschen Farbe reintun. Nicht wahr? Gut. Ich glaube, so lassen wir es erstmal. So, dann wollen wir mal. Jetzt bin ich echt gespannt. Geben.
Der Berg und der Strom. Gut, soweit, so gut. Jetzt habe ich mir mal meinen Bootslack ein bisschen verdünnt. Und jetzt werde ich erstmal hier dieses Stückchen Kunst mit Bootslack behandeln. So, mal sehen. Okay. Wie war es nochmal? Jedes Mal muss ich überlegen. Jetzt habt ihr gesehen, was ich gebastelt habe. Es ist ein Deko-Teil geworden. Ein Ständer für mein iPhone. Mit ein bisschen Beleuchtung dran und einem wunderschönen Berg aus Holz. Also mir gefällt dieses ganze Teil. Es ist natürlich eine Geschmackssache. Vielleicht ist es für euch eine Anregung, selbst euch irgendwas auszudenken. Mit Sicherheit sogar. Und ihr habt bestimmt auch noch viel bessere Ideen. Ich wollte halt eigentlich um diese... Das ist im Prinzip wie... einen Knopf finden und einen Anzug drumherum nähen. Ich habe dieses Holz gehabt und ich wollte was mit farbiger Beleuchtung drumherum bauen, was auch noch einen kleinen Nutzeffekt hat. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. So, es steht jetzt übrigens auf Arbeit auf meinem Schreibtisch und wartet täglich auf mein iPhone. Okay, wenn euch das Video gefallen haben sollte, ich hoffe es mal, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn es nicht passiert ist bisher. Und denkt auch an das kleine Glöckchen für die Erinnerung da, hier, neben Abo-Button. Und freut euch auf meine nächsten Schandtaten, die mit Sicherheit kommen werden. Ich verrate aber noch nicht, was das sein wird. Bis dahin, gehabt euch wohl. Viele Grüße, euer Bastelbär.